Ja, Frau Schulze, kommen Sie direkt zu mir. Ja, Sie haben alle relevanten Probleme und Themen angerissen. Die wollen wir jetzt mit einem prominenten Branchenvertreter diskutieren. Johannes Theissen, den ich hier niemandem vorstellen muss. Kommen Sie zu uns. Herzlich willkommen. Herr Theissen, wenn Sie das hören, was die Umweltministerin skizziert hat, welche Schlüsse ziehen Sie daraus für Ihr Unternehmen, für Ihr künftiges, Ihr neues Unternehmen? Sind Sie all den Herausforderungen gewachsen? Alleine nie, ne? Aber jedenfalls nehme ich schon mal mit, die Begeisterung ist da. Das ist, glaube ich, wichtig für ein Thema, denn ohne Emotionen geht das nicht. Was mir vielleicht noch gefehlt hat, ist, vielleicht müssen Sie da politisch vorsichtig sein in der Großen Koalition. Sie haben zu Recht gesagt, es muss über alle Sektoren gehen und wir brauchen Anreizsysteme. Ich glaube, wir werden einen CO2-Preis oder eine CO2-Bepreisung auch für alle Sektoren brauchen. Aber das kann man nur vertreten, wenn man klar macht, es geht nicht darum, wieder dem Staat die Taschen voll zu machen, sondern diese Mittel, die dann eingenommen werden, müssen zum einen zur Entlastung an anderen Stellen genommen werden und zum anderen für eine soziale Balance. Denn sonst kann so ein System, das ist nicht einfach einzuführen, aber dann kann man es erreichen. Und dann ist auch der Schub da, weil dann grüner, dezentraler Strom die Energiewende treiben kann in anderen Sektoren. Und dann sind wir bei Ihrem Unternehmen. Das wird dezentral, kleinteiliger in Zukunft sein und auf diesem Wege den Klimaschutz nach vorne bringen. Ist das so in stark verkürzt die Geschichte? Ganz stark verkürzt ist es das. Wir sind tief überzeugt, dass die Zukunft erheblich stärker elektrisch sein wird und Strom wird gleichzeitig immer dezentraler und grüner sein und die Lösungen werden gleichzeitig immer digitaler und kundengetriebener sein. Und wer an der Schnittstelle des Kunden in der Optimierung in der Region ist, das kann auch natürlich immer gemeinsam mit Stadtwerk, mit anderen Partnern, mit Bürgergenossenschaften, mit Privatkunden sein, der kann eine Energiewende zum Gelingen bringen, der kann grüne Mobilität, grüne Wärme, grüne Industrie möglich machen. Die Energiewende wird nicht mehr wie die alte Energiewirtschaft in großen Produktionsstätten, auf Transportnetzen spielen. Die wird in der Heimat spielen, die wird in der Region spielen und die wird elektrisch sein. Und die wird über die Verteilnetze spielen. Wie wird dieses Geschäft laufen? Es wird anspruchsvoller, es ist schon wesentlich anspruchsvoller geworden, weil die Stromerzeugungssituation sich komplett gewandelt hat. Wie werden Sie damit umgehen? Gibt die Regulierung Ihnen da den richtigen Rahmen? Haben Sie Wünsche, Forderungen? Ja, aber ich glaube, ehe man sich mal was wünscht, müssen wir auch alle, glaube ich, gemeinsam leistungsfähig sein. Viele hier im Raum sind ja an den Themen tätig und es geht ja auch darum, dass wir uns erneuern. Es geht darum, die digitalen Fähigkeiten und die digitalen Investitionen in die Netze und in die Kundenlösungen zu bringen. Immer nur fordern, was man alles noch gerne haben wollte, das ist es nicht. Ich glaube, wir haben auch ein Stück Bringschuld, um zu zeigen, dass was wir hier fordern, für die Kunden nützlich ist. Es reicht nicht, wenn es für die Umwelt nützlich ist und für das Klima nützlich ist. Das ist eine Vorbedingung. Aber wir müssen zeigen, dass diese Lösungen den Menschen, den Betrieben und den Städten vor Ort nützlich sind. Dass also Kunden an einem guten Klimaschutz auch profitieren können, nachhaltiger Geschäfte machen, erfolgreicher Städte führen und besser leben können. Und wenn uns das gelingt, die Menschen, die Betriebe und die Kommunen zu überzeugen, dass diese Lösungen vorteilhaft sind, dann ist es auch leichter, der Politik zu sagen, nun habt mal den Mut, macht mal die große Umfinanzierung, sorgt mal dafür, dass Energiewende, sag ich mal, mindestens ein Grundsignal hat. Das wird ja alleine nicht mal reichen. Es wird auch daneben noch, sag mal, Verbote geben müssen und ein paar andere Regeln. Wir kennen ja aus vielen Studien, dass bestimmte Klimaanliegen auch über einen hohen CO2-Preis kaum anreizbar sind, dass man auch andere Systeme braucht. Deswegen, ich habe auch ein Stück Respekt vor der Politik. Ist natürlich leicht für mich zu fordern, macht man einen einheitlichen durchgängigen CO2-Preis, gleichzeitig zu wissen, an wie viel Schrauben ich da drehe. Denn gerade die kleinen Leute, die Krankenschwester, die lebt im schlecht isolierten Haus auf dem Land und hat ihren Arbeitsplatz irgendwo in der Stadtmitte. Und die kann natürlich durch ein solches CO2-System enorm belastet sein beim Wohnen, beim Commuting. Und da braucht man auch Antworten für. Deswegen, das System muss schon zu Ende gedacht sein. Es ist nicht damit getan, einfach nur das eine zu fordern. Die Energieeffizienten müssen in Deutschland bleiben, damit die Wertschöpfungsketten bleiben. Und es darf nicht soziale Instabilitäten geben, wie wir sie jetzt beim EEG ja zum Teil hatten, wo die Kleinen die Großen finanziert haben. So,
kurzer Schnitt. Jetzt nochmal zu den Punkten, Frau Schulze, die Sie angesprochen haben, die, ich benutze jetzt das böse Wort Kohlekommission, darauf fokussiert sich im Moment die Aufmerksamkeit. Und in der Debatte gibt es einen wesentlichen Punkt mit Blick auf 2020. Sie hatten dieses Desaster, das ja sich da abgezeichnet oder abzeichnet für Deutschland, ja vorhin auch erwähnt. Nur gibt es insbesondere Umweltschützer, Grünen-Politiker, die sagen, man braucht eigentlich noch eine Trophäe für 2020. Also mit Blick auf diese Strukturwandelkommission muss man ein Kohlekraftwerk, muss man Braunkohlekraftwerke jetzt möglichst schnell noch stilllegen, um da doch noch einen symbolischen Erfolg verkünden zu können? Jetzt hätte ich so gerne über CO2-Preis gesprochen. Ja, machen wir sofort. Frau Schulze, hundertprozentig. Steht auf dem Zettel. Also diese Strukturwandelkommission hat zwei große Aufträge. Das ist der Strukturwandel und das ist natürlich die Klimafrage und die, wie man aus der Kohle rauskommt. Und es ist ganz klar, dass diese Kommission auch einen Beitrag leisten muss, wie wir die Lücke, die wir haben bis 2020, wie wir die schließen. Und das bedeutet natürlich, dass man Kohlekraftwerke vom Netz nimmt. Aber man muss genau darüber diskutieren, wie man das macht. Weil es geht nicht um Trophäen, es geht nicht um Symbole. Es geht um verlässliche Stromversorgung, trotz Ausstieg aus Atom. Den haben wir ja auch vor uns. Und es geht darum, wie wir den Pfad jetzt ganz genau beschreiben, dass wir aus der Kohle rauskommen. Deswegen keine Vorbedingungen, keine Trophäen, das brauchen wir da alles nicht. Nimmt wirklich fundierter Dialog und der klare Versuch für 2020 noch was zu bringen, aber vor allen Dingen die Ziele, die wir 2030 vor uns haben, in den Blick zu nehmen. Das ist der Auftrag. Das soll Herr Theissen, der klare Versuch für 2020 noch was präsentieren zu können, wie stehen Sie dazu? Halte ich nicht viel von, ehrlich gesagt. Also Sie haben ja, glaube ich, mitgenommen, dass ich schon für Klimapolitik bin. Aber das eine der wenigen Sätze, die mir nicht so gefallen haben, Frau Ministerin, aber das muss mir ja auch nicht alles gefallen, ist die Referenz, die Sie zur Kernenergie gemacht haben, wo wir alle, glaube ich, hier wissen, dass da auch ein ganz Stück Symbolpolitik gemacht wurde. Wir sollten jetzt aufhören, in der Klimapolitik Symbolpolitiken zu machen. Das war bei Jamaika so. Wer kriegt wie viel Scalps an welchem Ort? Wir werden nicht einen nachhaltigen Umbau einer erfolgreichen Industriegesellschaft mit Symbolpolitiken hinkriegen. Deswegen bin ich ja der Meinung, lass uns jetzt ein vernünftiges Bepreisungssystem machen, dann erledigt sich das mit der Kohle von ganz alleine. Da muss man nicht mehr staatlich regeln. Ich verstehe, dass die Staaten sagen, vielleicht man muss noch ein ehrgeiziges, also irgendwie wissen, wann ist wirklich endgültig Schluss. Aber ansonsten würde ich hoffen, dass die Politik den Mut hat, ein sich selbst steuerndes System zu schaffen, wo natürlich die besonders CO2-trächtigen Sektoren als erstes Reaktionen ziehen. Sei es die ineffizienten Autos, sei es die ineffizienten CO2-ineffizienten Kraftwerke. Es wäre viel besser, es gelänge endlich mal aus einem Guss, als wieder andere Diskussionen zu machen. Was ich verstehe, was ich auch für richtig halte, ist, dass man dieses Thema dieses Mal auch strukturpolitisch diskutiert. Bei der Kernenergie waren ein paar tausend Leute. Kann man auch sagen, kann Politik sagen, Pech gehabt. Hier geht es natürlich um viel mehr. Hier geht es auch um ganze Landstriche. Und ich glaube, dass es richtig ist, man kann die Lausitz, aber vielleicht auch Teile des Rheinischen Reviers jetzt nicht einfach sagen, ja, Pech gehabt. Denn wir alle wissen auch, dass der industrielle Aufschwung Deutschlands nicht zuletzt dort seinen Ursprung hatte. Und wir alle verteilen uns heute noch die Vorteile, die dort geschaffen wurden. Genau wie die Kernenergie, die Vorteile, es hätte nie ein Chemiedreieck in Bayern gegeben. Was soll denn da ein Chemiedreieck? Und es hätte auch entlang der Elbe nicht die Schwerindustrie gegeben, wenn es nicht in bestimmten Zeiten Beiträge der Energiewirtschaft gegeben hätte. Es ist okay, die Zeit geht darüber hinaus, aber da muss man auch für die Region, für die Gewerbe, für die Menschen auch Lösungen jetzt produzieren. Von daher glaube ich ehrlich gesagt, es ist richtig. Und nochmal, das 2020er-Ziel Deutschlands war ein Stück Übermut. Unwissend, wie schnell wir wachsen, unwissend, was auf uns kommt, ganz alleine ein ganz besonders hohes Ziel zu formulieren, damit man ganz besonders weit daneben liegt. Was uns nicht passieren darf, ist, dass wir das verbindliche 2030er-Ziel verfehlen. Und deswegen müssen wir ja heute anfangen, die 2030er-Ziele anzusteuern, sonst passiert uns das Ähnliches nochmal. Und das darf uns nicht passieren. Deswegen, ich habe kein Interesse an Symbolpolitiken für 2020. Ich habe sehr viel Interesse, jetzt möglichst früh nachhaltig zu steuern, damit 2030
sicher erfüllt, wenn nicht übererfüllt wird. Also 2030 in den Blick nehmen und keine Symbolpolitik für 2020 riskieren. Das ist ja so die Botschaft von Herrn Theissen. Frau Schulze, Sie haben vorhin mit Blick auf die Strukturwandelkommission auch zunächst mal gesagt, Klimaschutz spielt dabei eine ganz zentrale Rolle, ohne Frage. Versorgungssicherheit, Preiswürdigkeit, das sind ja die beiden nächsten Themen. Beim Thema Versorgungssicherheit haben Sie auch natürlich betont, welche Bedeutung die hat. Wie kann man die messbar sicherstellen? Die Versorgungssicherheit mit Blick auf Kohleausstieg. Es ist ja in diversen Koalitionsverhandlungen und Gesprächen immer wieder von Gigawatt hier und da geredet worden. Ist das das Niveau, auf dem man das aushandeln kann? Nein, da geht es, also wir müssen uns ja nicht immer einig sein, aber es geht nicht um Symbolpolitik, sondern es geht auch darum, dass alle Sektoren beitragen müssen jetzt zu dem Reduzieren der CO2-Ziele. Das ist einfach so. Und wir werden auch in dieser Kommission immer genauso wie im Verkehrsbereich, genauso wie bei Gebäuden gucken, was können wir noch bis 2020 tun? Weil es ist schmerzhaft, dass wir unsere eigenen Ziele jetzt verfehlen. Es ist aber nicht nur schmerzhaft, sondern in dem Non-ETS-Bereich werden wir jetzt Verschmutzungszertifikate kaufen. Und die kauft nicht ein Energieunternehmen oder nicht ein großes Automobilunternehmen, sondern die wird der Staat kaufen. So ist im Moment das System. Das heißt, das wird jetzt schon langsam teuer. Das ist kein Spaß mehr. Deswegen müssen wir unsere Ziele erreichen. Die deutschen Ziele sind nicht ambitionierter als das, was wir im europäischen Rahmen da vereinbart haben. Und was wir brauchen, ist parallel natürlich eine Steigerung der erneuerbaren Energien und ein Netzausbau. Mit den Netzen von heute ist es so alles nicht nach vorne zu bekommen. Wir brauchen auch stabile Netze, die das dann am Ende des Tages auch wirklich tragen. Frau Schulze, erlauben Sie mir beim Thema Versorgungssicherheit doch noch einmal nachzuhaken. Also es gibt Dutzende Kraftwerke, die bei der Bundesnetzagentur auf der Abschaltliste stehen. Es gibt einen deutlichen Anstieg der Preise im Emissionshandel. Wie wollen Sie Bedenken, die es in dieser Hinsicht gibt, entkräften? Haben wir nicht unter Umständen, wenn man noch den Atomausstieg bis Ende 2022 bedenkt, ein Problem mit der Sicherheit der Versorgung? Nein, ich glaube nicht, dass wir ein Problem kriegen, weil dafür machen wir jetzt ja genau den Plan, dass wir eben nicht sozusagen ungesteuert einfach aus bestimmten Kraftwerkstechniken aussteigen, sondern wirklich planvoll sagen, wie so ein Übergang funktionieren kann. Und das ist ein großer Übergang, den wir da jetzt gerade erleben. Und ich möchte, dass das planvoll geht, dass man jetzt Schritt für Schritt sagt, und deswegen sage ich auch nicht so und so viel Gigawatt bis zum 31.12. oder so, dass ich halte von dieser Debatte nichts, sondern wirklich zu gucken, welche Folgen hat das, wenn man ein Kohlekraftwerk rausnimmt. Das hat nämlich oft eben viel mehr Folgen als nur dieses eine Kraftwerk. Das wirklich planvoll zu tun, verlässlich zu tun, genau wie wir das bei Atom hatten. Wir wussten ganz genau, was sind jetzt die Daten und wie steigen wir da aus. Genau so einen verlässlichen Plan brauchen wir jetzt auch für die Kohle. Stichwort CO2-Bepreisung und Anreizsystem, Frau Schulze. Das ist ja im Koalitionsvertrag eher unterentwickelt, vorsichtig gesagt. Es ist seit Jahren eine Debatte. In Ihrer Fraktion, in der SPD gibt es da durchaus eine Stimmung dafür. In der Union vielleicht ein kleines Umdenken. Vielleicht skizzieren Sie kurz die Situation. Sehen Sie da noch Chancen und Möglichkeiten, in dieser Legislaturperiode irgendwas anzupacken? Ich glaube, dass es sehr sinnvoll wäre, über eine CO2-Bepreisung zu reden. Ich glaube, dass das genau der richtige Weg ist. CO2, das einen Preis bekommt, das hat eine ganz andere Lenkungswirkung als das, wie wir das im Moment machen. Und wir sehen im ETS-Bereich, dass das funktioniert, dass diese Lenkungswirkung wirklich auch eintritt. Ich glaube, dass das auch in anderen Bereichen funktionieren kann. Wir sehen ja Länder, die heute schon so eine CO2-Bepreisung haben, wo das auch funktioniert. Aber es ist kein einfaches System. Es ist nichts, was man eben so mal machen kann, weil es muss sozial abgefedert werden. Und im Kern verändert das gesamte Steuersystem. Ja, wenn wir einen Preis
für CO2 im Verkehrsbereich hätten, ja, müsste man komplett verändern, wie heute die Bepreisungen da laufen, wie wir über Mineralölsteuer und so weiter gehen, sondern man müsste ganz andere Steuerungsmechanismen da entwickeln. Wenn wir das im Gebäudebereich tun, müsste man es anders machen. Ich glaube nur, wir müssen es tun, auch wenn es sehr schwierig ist, weil wir haben im Moment Fehlanreize im System. Ich möchte mehr Elektrifizierung im Verkehr. Ich möchte, dass Wärmepumpen eingesetzt werden, weil das eine sinnvolle Technologie ist. Und dann ist das doch Unsinn, dass darauf Steuern erhoben werden, dass da mal der Anreiz eben nicht hochgesetzt wird. Und deswegen müssen wir da zu einem anderen System kommen. Ja, es gibt deutlichen Widerstand, es gibt Gruppen, die darüber gar nicht diskutieren müssen. Ich finde, man darf sich auch sozialen Innovationen nicht verweigern. Man muss ein System entwickeln, was dann eben sozial abgefedert ist, was wirklich das Steuersystem nach vorne bringt und was nicht nur ein Schatzkästchen für unseren Finanzminister ist. Der hat heute Geburtstag, deswegen ich wünsche ihm alles Gute und er soll auch weiterhin viel Geld einnehmen. Aber wir müssen dieses Geld nutzen, um das sozusagen in eine vernünftige Steuerung zu kriegen. Sie haben gerade schon, und Herr Theissen hatte das vorhin auch getan, die Probleme angesprochen, die sich daraus ergeben. Es sind doch einige, die sozialen Verwerfungen einerseits. Andererseits, wie will man es so konzipieren, dass eine Lenkungswirkung auch für den Verkehrssektor etwa erreicht wird? Da müsste man schon ganz ordentliche Preise abfragen. Haben Sie da schon eine Idee oder sagen Sie, erstmal müssen wir grundsätzlich in diese Richtung gehen wollen überhaupt? Ja, ich glaube, dass man erstmal den ersten Schritt gehen muss, dass man mehr Leute dafür gewinnen muss, darüber überhaupt zu sprechen. Es gibt wirklich gute erste Ideen. Es gibt schon Leute, die sich da intensiver mit auseinandergesetzt haben. Und ich möchte diese Diskussion jetzt führen. Ich habe keine Lösung im Detail. Ich habe noch nichts, was miteinander gut funktioniert. Wir haben Lösungen für einzelne Sektoren. So, aber das große Ding, wirklich bei CO2 mal ranzugehen und zu sagen, für die Landwirtschaft, die echt nur noch wenig machen kann, machen wir einen anderen Preis als für Verkehr oder für Gebäude oder da, wo noch Bewegungsmöglichkeiten sind. Das ist nicht trivial. Das ist wirklich kompliziert. Aber wir werden es nicht lösen, wenn wir es nicht anfangen zu diskutieren und wenn wir jetzt nicht die Ideen endlich mal zusammentragen. Dafür werbe ich. Herr Theissen, ein Mindestpreis im ETS-Sektor, das ist ja auch eine Sache, die Sie, glaube ich, sehr positiv bewerten. Wie könnte das gestaltet werden? Ist das eine Sache, die man zu Beginn möglicherweise regional auf die Schiene setzen könnte, Deutschland mit Frankreich und den Benelux-Ländern etwa? Oder ist die Preisentwicklung im ETS nicht mittlerweile schon doch so dynamisch, ganz anders, als wir es erwartet haben, dass man sich von solchen Ideen verabschieden kann? Also erstmal möchte ich der Frau Ministerin zu allem, was sie eben gesagt hat, voll zustimmen. Ich glaube auch, man sollte das, ich werbe ja nun seit langem für das System, werde auch regelmäßig dafür verhauen, aber ich würde auch sagen, nicht übers Knie brechen. Man kann da sowohl industrielle als auch soziale Verwerfungen produzieren, die sind nicht klein. Und deswegen, das muss man wirklich sauber zu Ende denken. Aber alle fangen erst an zu denken, wenn ein klares Signal kommt, es kommt. Wir reden nur noch über das Wie, nicht mehr über das Ob. Dann kommen nämlich alle aus dem Gebüsch und dann kommen die wirklichen Interessen auf den Tisch. So lange kommen Totschlagsargumente in der Hoffnung, dass die Diskussion vermieden werden kann. Also von daher, ich halte sehr viel davon, was Frau Ministerin da gesagt hat. Was Mindestpreis haben Sie gefragt? Im ETS? Mindestpreis ETS. Man kann, also wir kennen es ja aus England. Warum kann es dort relativ leicht funktionieren? Ja, weil wir relativ wenig Kuppelstellen haben. Also sie haben nicht riesige Verwerfungen. Also das in Deutschland alleine machen, bei den Kuppelstellen, die wir zum Umland hätten, würde reine Arbitrageflüsse bringen und kein nachhaltiges Ergebnis. Also ich glaube, man muss ehrlich gesagt, wie manchmal anfangen, nicht rein politisch zu denken, sondern energiewirtschaftlich. Man muss sich die Kuppelstellen angucken und überlegen, wer muss mitmachen, damit es wirklich Steuerungswirkung hat und nicht nur Arbitragewirkung hat. Und da ist klar, natürlich muss Frankreich, Benelux, Österreich, wahrscheinlich auch Tschechien mitmachen. Ist aber relativ egal, ob Ungarn oder Bulgarien mitmachen. Und auch, ob die Iberische Halbinsel mitmacht, ist nahezu belanglos. Also ich glaube, man muss sich überlegen. Und ich glaube, dann ist es das Kern Europa. Italien will mitmachen, käme aber nicht so drauf an, weil da auch wieder die Kuppelstellen und das Energiesystem nicht so relevant sind für den Rest von Zentraleuropa. Aber die müsste man schon, eine Koalition der Willigen müsste man schon haben. Und dann so schnell wie möglich das erweitern.
Aber nochmal, ich halte nicht so viel davon, nur das zu machen, sondern ich halte die Diskussion der anderen Sektoren fast wichtiger. Denn ich gebe mal zu, der Generaldirektoren in Europa haben mir immer gesagt, Herr Theissen, die Reform, die wir machen, die wird funktionieren. Ich habe immer gedacht, nee, die haben sie immer erzählt, noch nie was funktioniert. Man muss ja zugeben, die wirkt schon erstaunlich schnell. Und wenn wir jetzt mal sagen, das ist doch nicht alles irgendwelche Zocker aus Handelshäusern, sondern es hat schon fundamental nachhaltige Untersatz und nächstes Jahr wird weiter verknappt, dann könnte es uns passieren, dass das ETS allein ausreichend Dynamik hat und wir diskutieren länger über den Mindestpreis, als die Dynamik es macht. Deswegen glaube ich, ich würde meine Zeit, wenn ich es mir aussuchen kann, lieber darauf verschwenden, auf sektorübergreifende Lösungen als auf den Mindestpreis beim ETS, weil ich glaube, wahrscheinlich funktioniert es doch. Frau Schulze, die anderen Sektoren, genau, die muss man sich auch nochmal genauer angucken. Das hatten Sie ja vorhin in Ihrer Rede auch schon betont. Allerdings, dahinter ist da nicht viel. Ja, also wenn ich jetzt auf die Große Koalition schaue, ist steuerliche Abschreibung für einen Heizungstausch im Wärmesektor, wäre das ein seit Jahren gefordertes und wahrscheinlich auch erfolgversprechendes Instrument. Jetzt sieht alles danach aus, dass es wieder nicht funktioniert. Das macht die Politik nicht gerade glaubwürdiger. Tut sich da noch irgendetwas? Das ist jetzt eine schwierige Rolle für eine Umweltministerin, weil ich sage den Kollegen immer, dass sie in ihrem Bereich auch dafür verantwortlich sind, die Ziele zu erreichen. Dass ich das gerne kontrolliere, ob das wirklich stimmt, ob sie die richtigen Impact Assessments gemacht haben, ob die Abschätzung stimmt, wie viel wir damit einsparen können. Aber jetzt nicht diejenige bin, die sie unter Druck setzt. Doch, ich setze sie doch unter Druck. Das stimmt nicht. Bitte. Ich setze sie doch unter Druck und sage, was da auch passieren muss. Und wir müssen auch im Gebäudebereich weiterkommen. Wir müssen im Bestandsbereich weiterkommen. Ich bin etwas kritisch bei diesem Heizungstausch, weil ich den Eindruck habe, wenn man einfach nur die Heizung austauscht, also einen alten Kessel gegen einen etwas moderneren Kessel austauscht, dass man bei dem Kessel bleibt. Und das haben wir noch nicht gelöst gekriegt. Wie kriegen wir es hin, dass dann ein Invest entsteht, wirklich für die nächsten 30 Jahre? Und da ist mir dieses nur Heizungstauschen, bin ich noch nicht so ganz glücklich mit. Ich glaube, da muss mehr passieren. Wenn jemand bereit ist, sein altes Häuschen anzupacken und da eine neue Heizungsanlage einzubauen, dann müsste man das doch eigentlich hinkriegen, dass er ein bisschen was macht, Fenster austauscht, ein bisschen mehr Dämmung kriegt und dann vielleicht auf ein System übergeht, was weniger Energie verbraucht. Und diesen Switch, ich glaube, da gibt es intelligentere Modelle als nur den reinen Heizungskesselaustausch. Wir sind in der Diskussion da innerhalb der Bundesregierung, wie wir das vorantreiben können. Also ich mit dem System bin ich noch nicht ganz so glücklich, sage ich ganz ehrlich. Noch mal einmal zur steuerlichen Abschreibung. Kann man das jetzt schon oder muss man das jetzt schon abhaken oder sehen Sie da noch Verhandlungsspielraum? Nein, da sind noch Möglichkeiten, weil das steht im Koalitionsprogramm drin, dass wir auch in diese Richtung was machen wollen. Es ist jetzt in der Verhandlung zwischen dem Finanzminister und dem Bauminister, wie genau. Und der Bauminister setzt da die Prioritäten. Es gibt ein Budget. Das macht der Finanzminister mit jedem von uns. Wir kriegen eine bestimmte Summe sozusagen zur Verfügung und wir müssen dann sagen, das will ich zuerst machen und das zu zweit und das zu dritt, weil eigentlich haben wir uns ja vorgenommen, dass die Koalition nicht nur ein Jahr hält, sondern vier. Und deswegen muss es ja auch Etappen geben, in denen man da geht. Ist nicht sehr angenehm, wäre auch für mich angenehmer, zu sagen, der Finanzminister hat es mir verboten oder so, aber man muss Prioritäten setzen, was machen wir dieses Jahr, was machen wir nächstes Jahr und was kommt danach und das muss jetzt auch der Bauminister tun. So, und an anderer Stelle müssen Sie auch noch ein bisschen Druck ausüben, Verkehrssektor, Sie haben dieses Thema kurz erwähnt, da laufen ja seit Jahren alle Züge in die falsche Richtung. Wenn Sie es jetzt alleine entscheiden könnten, müsste man möglichst schnell machen. Also die Autos müssen sauberer werden. Wenn wir nicht wollen, dass die Kommunen alleine nur noch über sozusagen Sperren von ganzen Bezirken arbeiten, um den Verkehr runterzukriegen, um die Emissionen runterzukriegen, dann bleibt nur die Alternative, dass die Autos sauberer werden. Und ich möchte, dass man weiter Auto fahren kann. Ich bin auch für Mobilitätskonzepte. Ich habe gerade eben noch eine App auf den Weg gebracht, womit man Public Viewing jetzt möglichst klimaneutral hinkriegt. Also wunderbar, alles
Man muss nicht unbedingt Auto fahren, aber das müssen die Leute selber entscheiden. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Automobilindustrie das endlich mitkriegt. Mir ist da zu wenig Bewegung drin. Es gibt einen Bedarf an saubereren Autos, die bezahlbar sind, mit denen man in die Städte hineinfahren kann. Und ich möchte nicht das europäische Modell haben, was wir rund um uns herum haben. Alle Großstädte haben inzwischen Zufahrtsbeschränkungen, fast alle. Also das kann nicht der deutsche Weg sein. Wir sind doch diejenigen, die sagen, dass wir die besten Techniken haben. Wir sind doch diejenigen, die Innovationen nach vorne bringen. Und da muss es doch möglich sein, Autos sauberer zu machen. Die Alternativen dazu finde ich nicht attraktiv, muss am Ende der Verkehrsminister entscheiden. Welche Alternativen meinen Sie genau? Naja, die Alternative, die wir im Moment sehen, ist bei Stickstoffdioxid ist es Fahrverbote, bei CO2 ist es Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen und sowas. Ist das wirklich attraktiv? Also muss ja nicht jeder gerne schnell fahren, aber das ist, finde ich, das ist nicht der Weg, den ich jedenfalls so denjenigen finde, den ich gerne nach vorne bringen möchte. Ich möchte, dass die sauberer sind und dass wir die besten Autos bauen und die nicht irgendwo in China produziert werden. Herr Theissen, da ist man gedanklich doch auch schnell wieder bei Ihrem Unternehmen und beim Thema Elektromobilität. Inwiefern ist das möglicherweise für Sie ein Geschäftsmodell? Also über das Aufstellen einer Ladesäule hinaus vielleicht integriert gedacht, ist das ein Ansatz, um Geld zu verdienen? Also wir glauben schon, dass die Mobilitätsfragen der Zukunft ein entscheidendes Thema ist für die Smart Cities, für die Industrie, Gewerbe, Transport und auch für Privathaushalte. Ich glaube, dass es einen großen Zuwachs Elektromobilität geben wird. Und das hat nicht nur Ladesäulen, das ist die Voraussetzung. Es sind die smarten Produkte, es hat auch was mit Daten zu tun, alle möglichen Dinge, die man dort, sag ich mal, betankt und entnimmt und nutzen kann. Ich glaube aber, es wird wahrscheinlich mehrere Bausteine geben. Wir sind ja auch in der Gasmobilität unterwegs. Ich glaube, auch da ist sauberer als Benzin. Und die Frage, welche Rolle Wasserstoff mindestens beim Schwerlastverkehr spielen wird, wissen wir auch noch nicht. Und ich würde wieder sagen, wir sollten nicht schon glauben, nur weil gerade 2018 ist, diesmal kennen wir alle Lösungen. Es wird sich noch so viel in der Innovation tun. Ein Stück Offenheit ist da ganz klug. Aber jetzt Unternehmen müssen, glaube ich, schon ihre Wetten legen. Politik muss offen sein. Unternehmen, glaube ich, haben gelernt, immer für alles versuchen mitzureiten. Dann ist man in the middle of the road, sind sie sicher tot. Da ist ganz viel Verkehr, sondern sie müssen sich entscheiden. Wir werden uns eben auf, sag ich mal, moderne Mobilitätslösungen entscheiden, die wir unterstützen, an denen wir arbeiten. Und dann gucken wir mal. Wir müssen nämlich gar nicht überall gewinnen, wir müssen nur ausreichend häufig gewinnen. Ja, das war dann auch ein schönes Schlusswort, Herr Theissen. Wir kennen nicht alle Lösungen, haben Sie gesagt, das stimmt. Wir haben aber jetzt gesehen, dass noch eine Menge Probleme vor uns liegen, die wir sicher alle irgendwie doch noch geregelt bekommen. Schönen Dank, dass Sie hier diskutiert haben. Schönen Dank, Frau Schulze.